kurz deinen Bildschirm, beziehungsweise vielleicht kannst du deinen Bildschirm teilen, beenden. Wunderbar, vielen Dank. Dann würde ich auf unseren zweiten Sprecher verweisen, den Robert Alexander Windberger ist AI-Specialist bei der Sentin GmbH, ein Hersteller für Industriekameras und klassischerweise ein Unternehmen, das man als Hidden Champion aus Baden-Württemberg bezeichnen könnte. Nun, Alexander Windberger hat es geschafft, in der Corona-Zeit von seiner Leidenschaft Kampfsport auf Yoga umzusteigen. Wie genau das funktioniert hat, das kann er uns vielleicht ganz kurz berichten, kann auch gerne dein Geheimnis bleiben, Alexander. Und ansonsten habe ich noch an dieser Stelle eine kleine Denksportaufgabe für Sie, bevor ich an Alexander übergebe. Alexander hat Physik in Heidelberg studiert und danach im Fachbereich Physik am Max-Planck-Institut, auch hier in Heidelberg, promoviert. Nun, jetzt dürfen Sie ganz kurz tippen, wie seine Katze heißt. Tipps einfach in den Chat reinschreiben. Mal schauen, wer als Erster richtig liegt. Ansonsten übergebe ich an dich, Alexander. Ja, vielen Dank. Und hallo an alle. Das mit dem Yoga, es ist insofern ähnlich, dass man relativ oft auf dem Hintern fällt. Ich mache sonst Judo, da passiert mir das auch mal häufiger. Also insofern gibt es da eine gewisse Parallele, aber ich freue mich schon wieder, wenn es ein bisschen mehr in den engeren Kontakt geht. Gut. Ja, danke für die Einleitung und danke auch Christian für die schönen Erklärungen und Hintergründe und Anwendungsbeispiele. Wie gesagt, ich würde jetzt ein bisschen mehr ins Technische gehen. Oh, Entschuldigung, eine Sache müsste ich noch richtig stellen. Das war aber, glaube ich, ein kleiner Versprecher. Ich bin von der IDS GmbH. Du hattest Sentin gesagt. Entschuldigung an der Stelle, IDS Kein Problem. GmbH, nicht Sentin GmbH. Ja, danke. Das wäre der Christian gewesen. Und genau. So, ja, dann würde ich auch direkt mal einsteigen, indem ich auch meine Folien teile. So, okay, gut. Ich würde mal mit einer kurzen Firmenvorstellung anfangen. Also, dass wir dann nochmal klar sind, IDS ist die Firma, für die ich arbeite. Wir wurden 1997 gegründet, haben zunächst angefangen, Frame-Grabber-Karten für die Bildverarbeitung, industrielle Bildverarbeitung herzustellen und stellen dann seit 2004 Industriekameras her. Und ja, sind jetzt seit dann auch einer der weltweit führenden Anbieter und Hersteller für Industriekameras gewachsen, haben zurzeit ca. 300 Mitarbeiter. Die Grenze haben wir letztes Jahr geknackt, noch Ende letzten Jahres. Und weswegen ich heute hier bin, ich möchte eine neue Produktlinie vorstellen, die sich speziell darauf ausrichtet, den Einstieg in Deep Learning-basierte Bildverarbeitung zu erleichtern. Und wir stellen dazu eine Plattform zur Verfügung, die eben möglichst schnell und einfach das Trainieren von neuronalen Netzen ermöglichen soll und eine Kamera, auf der diese neuronalen Netze ausgeführt werden. Und genau, damit bin ich auch schon fast beim Technischen. Für uns steht dann natürlich traditionell der Einsatz eines neuronalen Netzes, eines Deep Learning-Algorithmus auf der Kamera im Vordergrund oder im Zentrum. Dafür haben wir einen speziellen Prozessor entwickelt, der neuronale Netze auf der Kamera beschleunigt. Das sind sehr sperrige Algorithmen, die ja, von einem hohen Grad an Parallelisierung profitieren. Wir haben allerdings festgestellt, dass, um an diese Stelle hier zu kommen, ja, einige Hürden überwunden werden müssen, vor allen Dingen von Einsteigern in diesem Bereich. Und die möchte ich jetzt nochmal kurz durchgehen. Und das richtige Problem ist natürlich ganz entscheidend. Das hat Christian auch schon mal angesprochen. Und im Prinzip kann ich ihm da auch nur zustimmen. Ich denke, eine qualitative Aufgabe ist prinzipiell einfacher lösbar mit einer KI-Anwendung als eine quantitative. Das bedeutet, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter geschult auf ein Objekt, auf ein Bild schauen kann und dann eine Entscheidung treffen kann innerhalb von einer Sekunde, dann ist das vielleicht ein gutes Problem. Das könnte man, ist vor allen Dingen vielleicht auch ein gutes Einstiegsproblem. So etwas wie dieses Teil ist defekt, dieses Teil ist in Ordnung, diese Trauben sind befallen oder hier fehlt ein Teil. Quantitative Aufgaben eher schwieriger, vielleicht eher besser anzugehen mit
regelbasierter Bildverarbeitung. Schließt sich natürlich auch beides nicht aus, gegenseitig. Man kann natürlich auch hier Abläufe finden, in denen beide Prozesse ihre Daseinsberechtigung haben. So, mit dem richtigen Einstiegsmodell oder mit dem richtigen Einstiegsproblem kann man auch den Aufwand, den man in einen Datensatz stecken muss, schon sehr stark reduzieren. Wie wir gesehen haben, kann das eine sehr große Spanne sein, in der sich das bewegt. Ich denke, für so eine Anwesenheitsabwesenheitskontrolle kann man da auch schon mit 100-200 Bildern pro Klasse ganz gut zurechtkommen. Das heißt, man muss hier nicht viel Aufwand zunächst betreiben, um möglichst schnell zu einem evaluierbaren Modell zu kommen. Es gibt natürlich noch ganz andere Fälle. Dann müsste man sich natürlich ein gewisses Hintergrundwissen aneignen. Dazu kann man sich natürlich Experten suchen, dazu holen, wie zum Beispiel den Christian von Centin. Wenn man die Zeit und die Mittel hat, sich da einzuarbeiten, allerdings bietet dieses ganze KI-Feld sehr, sehr viel schönes Material. Also es ist ein sehr offenes Forschungsfeld, das viele Publikationen rausbringt, in dem ja viele Blogs, Tutorials, Videos veröffentlicht werden. Also man kann sich da prinzipiell sehr schön einarbeiten. Es braucht eben natürlich Zeit und jemanden, der es tut. So, wenn man dann dieses Hintergrundwissen aufgebaut hat, wäre dann der nächste Schritt die Umsetzung. Und nachdem Christian jetzt etwas über die Daten, die Anwendungsfälle und das Hintergrundwissen vermittelt hat, möchte ich mich jetzt hauptsächlich auf die Softwarewerkzeuge konzentrieren, die hier zur Verfügung stehen zunächst. Was bei diesem KI-Thema ganz herausragend ist, natürlich je nachdem, wie tief man da einsteigen möchte, wie tief man ins Programmieren einsteigen möchte. Aber was hier herausragend ist, dass es ganz viele sehr schön dokumentierte Open-Source-Frameworks gibt, die eine sehr breite Community, eine sehr große Community haben. Es hat angefangen mit dem Caffe-Framework, das vielleicht nicht angefangen, es war das beliebteste für eine Zeit lang, das von der UC Berkeley veröffentlicht wurde. Später sind dann sogar Software-Riesen wie IT-Riesen wie Google mit ihrem TensorFlow-Framework oder Facebook mit PyTorch nachgezogen und haben sich da Communities aufgebaut. Ja, für uns war dann die Frage, wir wollten natürlich in den Entwicklungsbereich einsteigen, für uns war dann die Frage, wofür entscheidet man sich? Uns war wichtig, dass wir hier natürlich, da es ein Open-Source-Projekt ist, eins zu wählen, das eine möglichst große Community hat. Das heißt, viele Updates, viele gelöste Probleme, die man eben in den eingängigen Plattformen finden kann. Und ja, wir haben die Beliebtheit mal über die Jahre so ein bisschen beobachtet. Das ist vielleicht Metrik, die es hier gibt. Allerdings haben wir hier mal die GitHub-Stars genommen. Das heißt, wie viele Leute favorisieren ein bestimmtes Framework. Man sieht hier eben, dass TensorFlow 2018 mit Abstand das beliebteste war. Gefolgt von Keras, das eben auf TensorFlow aufsetzt und danach PyTorch. Das hat sich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen geändert. PyTorch ist auf dem Vormarsch. Im Prinzip die Funktionalität würde ich sagen, dass man mit all diesen Frameworks eigentlich die meisten Probleme erschlagen kann. Das heißt, in der Funktionalität nimmt sich nicht viel. Wie gesagt, wir haben uns letztendlich für TensorFlow und Keras entschieden. Die beiden werden auch seit diesem Jahr vereint. Und benutzen diese Frameworks im Hintergrund zum Entwickeln. Wenn man jetzt nicht unbedingt auf Entwicklungsebene, Programmierebene einsteigen möchte, dann gibt es da auch eine gewisse Auswahl an, die ich eben hier so ein bisschen darstellen wollte mit so einer Komfort-Umfang-Tabelle. Hier unten haben wir dann zum Beispiel das TensorFlow und Caffe-Framework, mit dem man schon sehr viel machen kann, aber halt auf sehr klein granularer Ebene. Man muss relativ viel Code schreiben. Auf der zweiten Stufe hier haben wir zum Beispiel Keras, PyTorch, die schon sehr viel komfortabler sind, mit denen man wahrscheinlich immer noch jedes Problem, was einem im KI-Alltag begegnet, lösen kann, außer eben die allerexotischsten. Man muss allerdings natürlich immer noch programmieren. Hier stehen Python-Schnittstellen oft zur Verfügung, was natürlich für den Einstieg, wie ich finde, eine sehr schöne Sprache ist. Darüber gibt es dann natürlich auch kommerzielle Anbieter von Software, wie zum Beispiel unser Bildverarbeitungspartner MVTech mit ihrer Software Helcon. Auch hier gibt es eine Deep Learning-Bibliothek, die man verwenden kann. Das Ganze ist dann etwas mehr anwenderzentriert und man erhält mehr Assistenz. Man hat natürlich auch den entsprechenden Support. Und ganz hier ist unser
eigener Ansatz, unsere eigene Trainingsplattform Lighthouse. Und hier ist eben die Idee, dass wir möglichst beziehungsweise ohne Programmieren einem Anwender ermöglichen möchten, ein neuronales Netz zu trainieren und eben auf unserer Kamera dann laufen lassen zu können. So, das wäre der Software-Stack, wenn man mal so weit ist, dass man hier ein Training vielleicht programmiert hat, dass man hier ein neuronales Netz definiert hat, dann kann man sich an das Training machen und dazu braucht man eben spezielle Hardware. Hatte ich schon, glaube ich, erwähnt, neuronale Netze sind halt sehr groß. Unter Umständen müssen sie mit sehr vielen Bilddaten trainiert werden. Es sind mehrere 10 Millionen Parameter und hier ist natürlich spezielle Hardware in Form von Grafikprozessoren, Grafikkarten, häufig sind so die beliebtesten, denke ich, notwendig. Und genau, das hat eben zum Beispiel 2009, als das dann berichtet wurde, den Unterschied gemacht, ob man eine Woche trainiert oder zum Beispiel ein ganzes Jahr trainiert. Also das macht das Ganze wirklich anwendbar. Ein weiterer großer Schritt für Deep Learning-Anwendungen. So, hier gibt es jetzt auch zwei Punkte, bei der man vor der Wahl steht. Und zwar einmal, möchte ich einen Rechner oder eine Recheninfrastruktur bei mir lokal haben oder möchte ich einen der Cloud-Services nutzen, die jetzt immer häufiger angeboten werden. Wir haben angefangen bei unserer Entwicklung mit einer sogenannten On-Premise-Lösung, das heißt im Prinzip mit einem besseren Gaming-PC, hat dann sowas 5.000, 6.000 Euro gekostet. Da waren dann drei Grafikkarten drin und wir konnten im Prinzip auf diesem Rechner recht effizient neuronale Netze trainieren. Natürlich war das eben mit dem entsprechenden Programmieraufwand vorher verbunden. Das Gute daran sind Einmalkosten. Das versuche ich hier ein bisschen darzustellen mit dem Diagramm. Geld, Zeit, Kosten-Zeit-Diagramm steigt natürlich ein bisschen an. So ein Rechner braucht schon Leistung, also halbes Kilowatt oder Kilowatt kann es schon sein. Aber es steigt eben nur leicht an und wir benutzen diese Rechner immer noch gerne zum Prototyping. Das heißt, wenn wir einen prototypischen Trainingsprozess oder eine prototypische Architektur mal ausprobieren möchten, dann ist das immer noch sehr angenehm. Was vielen Leuten sehr wichtig ist, alles ist eben lokal. Man kann den Rechner vom Internet trennen und hat eben alle Daten getrennt von der Außenwelt. Auf der anderen Seite haben wir die Cloud-Services, bei denen sieht das eben so aus, dass man nach Trainingszeit bezahlt, einige Euro, also 1, 2, 3 Euro pro Stunde, je nach Instanz, je nach Stärke der Hardware, die man bucht. Und typischerweise steigt das eben hier an mit der Zeit und irgendwann wird natürlich dann ein Kreuzungspunkt entstehen. Ich habe mal überschlagen, für so ein typisches Setup könnte ein grober Richtwert vielleicht 100 Tage Volllasttraining sein. Das heißt 100 Tage, an denen diese On-Premise-Lösung nonstop arbeitet. Jetzt ist die Sache aber, dass das meistens, zumindest in unserer Erfahrung, nicht so aussieht. Also man wird vermutlich Zeiten haben, in denen man hier, wie im Leistungsdiagramm über die Zeit dargestellt, in denen man vielleicht etwas kleinere Projekte hat, in denen man die gegebene Rechenkapazität, die halt konstant ist im Falle der On-Premise-Lösung, nicht ganz ausnutzt. Es gibt vielleicht Zeiten, in denen größere Projekte anstehen, wo eben Wartezeiten für die Entwickler zustande kommen. Das Gute an der Cloud-Lösung ist halt, dass dass die eben flexibel und skalierbar genug sind, um eben diese Kurve zu folgen. Was jetzt hier nicht abgebildet ist, natürlich, dass man sich hier auch nicht explizit jemanden suchen muss, der sich eben um die Hardware-Instandhaltung, Nutzerverwaltung, Treiber-Updates und so weiter kümmern muss. Also das ist eben im Service mit inbegriffen. Genau, aus diesen Gründen konsequenterweise haben wir uns dann auch entschieden, eine solche Cloud-Lösung anzubieten als einsteigerfreundliche Variante, da eben diese Vorkonfiguration, diese Vorinvestition eben nicht so groß ist. Das heißt, es fällt leichter, mal ein neuronales Netz schnell zu trainieren, mal schauen, was dabei rauskommt, mal ein bisschen zu experimentieren. Genau, das sind eben so zwei typische Hardware-Möglichkeiten, denen man wahrscheinlich über den Weg laufen würde. Nun hat man sein Modell letztendlich in der Hand, man hat es trainiert und man kann es zum Einsatz bringen. Hier möchte ich auch exemplarisch mal zwei typische Anwendungsbeispiele bringen. Das kann eben so aussehen, dass man in so einer stilisierten Produktionslinie die Bildverarbeitung zentral betreiben möchte. Das heißt mal typischerweise, so sehen auch übrigens die meisten unserer Anwendungsfälle zurzeit noch aus.
Wir haben mehrere Kameras im Einsatz, die eben Bilddaten liefern und übertragen an eine zentrale Recheninstanz, wo dann auch zum Beispiel ein neuronales Netz laufen würde. Und hier werden dann die Informationen gewonnen und entsprechend rückgemeldet an Maschinen. Je nachdem, wie das eigene Setup jetzt aussieht, kann es halt sein, dass durch diese Datenübertragung es zu Bandbreitenengpässen kommt. Wir haben deswegen jetzt mit unserer NXT Rio Roam Kamera den Ansatz, dass wir die Bildverarbeitung, wie bereits erwähnt, auf der Kamera betreiben. Hier ist eben die Idee, dass man aus den Bilddaten Informationen extrahiert, schon auf der Kamera, und dann wirklich nur diese Informationen überträgt. Das spart dann diese Bandbreite ein. Die Informationen können natürlich immer noch an einer zentralen Stelle gesammelt werden, wie zum Beispiel für Dinge wie Predictive Maintenance gesammelt werden und ausgewertet werden. In dem Fall hätten wir halt ein modulareres Setup. Das heißt, es ist einfacher, weitere Kameras hinzuzufügen. Man hat eine direktere Maschinenkommunikation, ist möglich und so weiter. Genau, das heißt, wir haben jetzt ein neuronales Netz, vielleicht im Einsatz. Man wird dann allerdings feststellen, wie Christian schon eingangs erwähnt hat, dass das ein eher empirischer und iterativer Prozess ist und dass das auch gar nicht so schlecht ist. Man wird hier oft feststellen, dass man vielleicht noch an den Daten etwas ändern muss, dass man hier noch Daten hinzufügen muss, dass man vielleicht einen anderen Algorithmus besser einsetzt oder vielleicht noch ein bisschen Code umschreiben muss, damit es performanter läuft, wie dem auch sei. Man wird vermutlich diese Schritte häufiger wiederholen und deswegen denke ich auch, dass es wichtig ist, dass man nicht jeden einzelnen Schritt anfangs direkt bis zur Perfektion bringt, sondern möglichst schnell zu einem evaluierbaren Setup eben kommt, in dem man ja in einem Realszenario eine Aussage treffen kann. Auch wenn die noch nicht perfekt ist, aber oft ist das schon ein recht gangbarer Weg. Damit möchte ich jetzt zu unserer Plattform kommen und vielleicht noch zu einer kurzen Demo-Anwendung, die wirklich ganz kurz ist. Ich hoffe, wir haben dafür noch die Zeit. Ich werde mich in den nächsten 5 Minuten bewegen, Paul, wenn das okay ist. Okay. Indem wir halt versuchen, wie gesagt, diese Einstiegshürden so weit zu reduzieren, dass wir alles auf eine Ebene schön bekommen und möglichst schnell auch zu einem evaluierbaren neuronalen Netz kommen. Der Vorteil ist dann, wie gesagt, dass man schnell feststellen kann, ob man mehr Bilddaten braucht, etwas an die Daten ändern muss oder vielleicht auch einen ganz anderen Ansatz verfolgen kann muss. Um hier nochmal klar zu sagen, wir werden vor allen Dingen anfangs nicht jeden Spezialfall damit abdecken können. Wir arbeiten natürlich daran. Die Kamera ist damit natürlich auch noch nicht im Produktiveinsatz, im Produktivsystem. Es muss angebunden werden, es muss Beleuchtung gefunden werden, Optik gefunden werden, etc. etc. Man braucht unter Umständen eine Speziallösung. Und ja, für sowas sind wir natürlich dankbar, wenn wir solche Fälle an unsere Integrationspartner, wie zum Beispiel Sentin, dann weitergeben können. Gut, so, dann schnell zur Live-Anwendung. Noch ganz kurz, hier finden Sie dann weitere Informationen zu unserer Plattform. Aber damit jetzt genug der Folien. Ich habe jetzt hier neben mir ein kleines Test-Setup und wir bleiben bei Süßigkeiten, weil Süßigkeiten was Tolles sind. Ich habe hier ein paar Schokoküsse aufgebaut und unsere kleine, einfache KI-Lösung soll jetzt einfach schauen, ob diese Slots hier mit Schokoküssen belegt sind oder nicht, oder ob wir vielleicht einen Fehler vorliegen haben. Das hier ist unser Kamera-Interface. Da wir jetzt nicht allzu viel Zeit haben, tun wir mal so, als hätten wir schon alle Daten aufgenommen und melden uns auf unserer Lighthouse-Trainingsplattform an. Hier können wir jetzt einen Datensatz hochladen, zum Beispiel für die Anwesenheit-Abwesenheitsprüfung. Ist natürlich schon passiert. Ich habe hier circa 150 Bilder pro Klasse und kann die eben entsprechend filtern nach den Labeln. Die Anwesenden sind vielleicht interessanter. So, ich kann hier verschiedene Bilder auswählen und die Beschriftung eben anpassen, neue Beschriftungen hinzufügen. Ändern, aber das passt jetzt alles soweit. Und ich habe einen weiteren Datensatz hinzugefügt, um mal zu simulieren, wie das aussieht, wenn man da iterativ noch weitere Fehlerklassen hinzufügen möchte. Ich habe hier mal einige Schokoküsse zermatscht. Das war eine ziemliche Sauerei, aber war nötig zum Wohle der Wissenschaft. Und genau, mit diesen beiden Datensätzen kann ich jetzt auch schon zum Training gehen. Habe hier mein Projekt
kann hier mein Projekt anlegen oder ein vorhandenes nehmen. Wie gesagt, ich habe das hier schon vorbereitet. Digmans Datensatz mit Fehlern. Ich kann auswählen, welche der eben angelegten Datensätze ich wählen möchte zum Training, und damit kann ich auch zum Training schon übergehen. Ich habe hier die Möglichkeit, verschiedene große Architekturen zu verwenden, die unterschiedlich viele lange Laufzeiten benötigen, und kann dann hier mein Training oder mehrere Trainings starten, und das wird jetzt bei Amazon, bei unserem Service, den wir bei Amazon hosten, trainiert. So, das wird jetzt 20, 30 Minuten dauern. Ich würde hier eine Lösung benutzen, die ich schon vorher trainiert habe. Man sieht hier den Lernprozess, dass das Modell eben immer genauer wird in der Erkennung der Klassen, und ich kann es hier herunterladen. Das bleibt verfügbar und kann dann jederzeit heruntergeladen werden. Und ich speichere es lokal ab, komme zurück zur Kamera, habe dann die Auswahl zwischen einigen Bildverarbeitungsanwendungen, die auf der Kamera rein auf der Kamera laufen. Das sind jetzt ein paar mehr, als wir zur Verfügung stellen, weil das eine Entwicklungskamera ist. Ich werde auch etwas vorgreifen. Das heißt, das, was Sie jetzt hier sehen, wird erst mit dem nächsten Firmware-Release verfügbar sein. Aber es ist eigentlich sehr schön anschaulich, wie es dann funktionieren wird. Ich aktiviere eine solche Bildverarbeitungsanwendung. Ich kann das neuronale Netz von meiner Festplatte auf die Kamera laden, was wir eben trainiert haben. Kann es dann entsprechend auswählen und kann dann verschiedene Region of Interests wählen, um ROIs hinzuzufügen. So, das hier sind jetzt mal drei Beispiele der verschiedenen Klassen. Wir sehen hier einen Fehler, einen abwesenden Schokokuss, einen anwesenden, und ich hoffe, das lässt mich jetzt auch nicht im Stich. Ich haue hier mal eine Delle rein und tada, es hat funktioniert. Gut, jetzt ist mein Finger wieder ein bisschen matschig. Okay. So, ich hoffe, das hat das Ganze ein bisschen griffiger und anschaulicher machen können, und damit